Mobilwetter, eine Marke aus Italien. Du hast schon ein bisschen was erklärt. Du hast gesagt, die kommen aus dem Schiffsbau und vertreten so das italienische Design. Erzähl mal, was macht Mobilwetter so besonders? Mobilwetter ist eine Firma, die früher Schiffe gebaut hat. Mhm. Vielleicht kennen manche noch die Riva-Boote und so weiter. Mhm. Also edles Design. Wirklich, du steigst ein und hast so die Yacht auf Rädern so immer vor dir. Mobilwetter ist bis jetzt natürlich bekannt durch die Wohnmobile und ist einer der ältesten Hersteller auch in Italien. Mhm. Und seit kurzer Zeit gibt es Mobilwetter nun auch als Kastenwagen. Ja. Weil viele gesagt haben, kann man nicht eine Yacht auf Räder auch im Kastenwagen darstellen? Mhm. Und somit sind wir da letztendlich auf die Idee gekommen, eine kleine Yacht auf Rädern zu machen. Eine Mini-Yacht namens Admiral K5.1. Genau. Das ist jetzt der kleinste. Wir haben hier eine Länge von 6 Meter. In dem Fall auch mit dem Pop-Up-Dach. Mhm. Was ja für Familien sehr praktisch ist. Oder auch wenn jemand schnarcht, den schickt man dann einfach mal hoch. Der darf dann oben vor sich hin schnarchen. Ja, genau, so ist es. Und Mobilwetter ist natürlich immer was ganz Besonderes, auch für die Italiener. Es ist quasi dort, ich sage jetzt mal, der Ferrari unter den Wohnmobilen oder Kastenwagen in dem Fall. Und wie ich dir schon versprochen habe, er ist auch innen etwas anders, irgendwas Besonderes. Auch schon der erste Blick, wenn man so reinwirft, sagt man, das sieht ja ganz anders aus. Viel mehr Geschichten im Wohnmobil, viel mehr Kleinigkeiten. Mhm. Da wurde also wirklich der Yachtbau ein bisschen als Vorbild genommen. Wir sind Europas größter Mobilwetterpartner und man muss immer wieder sagen, der Admiral, wir haben 7 andere Marken, ist halt, wenn es um Ambiente, Dolce Vita geht, um das ganze Denken italienisch, einfach immer voraus. Ja, ich war auch auf der Boot hier in Düsseldorf und wie du schon gesagt hast, vieles erinnert an Yachten. Wir haben hier halt eine Mini-Yacht, aber allein wenn ich mir das Holz angucke, die Oberflächen und zum Beispiel wie hier diese Rundungen umgesetzt sind, das ist ja richtig sexy. Also finde ich super. Und das hat toll. Natürlich alles auch einen Sinn, das Ganze. Du kannst es dann auch öffnen. Siehst du, geht Licht an. Mhm. Und du hast dann da drin dein Weinfach, Gläser. Wow. Deine ganzen Utensilien kannst du unterbringen. Mhm. Ja, ist jetzt nicht mehr ganz sauber während der Messe, aber ist natürlich eine tolle Idee. Bisschen Rotwein, bisschen Bianchi, bisschen Grappa. Man kann hier alles unterbringen. Mhm. Machst du wieder zu, geht das Licht wieder aus. Also ganz. Oder du machst genau, du entdeckst es gerade, zieh den einfach mal hoch. Du kannst die Arbeitsplatte dann verlängern. Ah, wow, auch eine richtig coole Lösung. Dann hat man hier einmal ein Brettchen mit dabei. Damit kann ich wahrscheinlich auch das Waschbecken einmal verschließen, wenn ich das denn möchte. Exaktamente. Dann kannst du machen deine Spaghetti etwas kürzer. Ja, also hier auch jeder Millimeter ist optimal genutzt. Und auch so schöne Details wie das Logo einmal so eingefasst in die Oberfläche. Welches Material haben wir hier? Weißt du das? Das müsste genauso wie Koran aus so einem ähnlichen Material sein, also so Flüssigstein. Mhm. Weil dann kannst du diese Formen natürlich gießen. Das sieht natürlich schon toll aus. Auch da siehst du natürlich einen Italiener, gebogener Wasserhahn. Mhm. Also nicht irgendwo so Ding, sondern das ist halt einfach Design, Design, Design. Aber natürlich auch zweckmäßig. Du klappst das Ding wieder weg und alles ist weg. Hier machen wir wieder unser Brettchen drauf und schon hast du, liebe Sandra, den Eintritt. Auch hier, weißt du, so Kleinigkeiten. Ja. Hier, damit du deine Gläser reinstellst. Das ist halt einfach irgendwie überall so Kleinigkeiten, so Spielereien mit drin. Ja, und auch designmäßig finde ich das so schick. Guck dir mal den Boden zum Beispiel an. Du warst ja auf der Yachtmesse, auf der Bootsmesse. Genau, das ist so ein typischer Yachtboden. Ne? Genau. Aber das ist hier kein echtes Teakholz, sondern... Was ist das? Das ist wie Linoleum, nur mit so einer bedruckten Maserung drauf. Mhm. Ja, im Yachtbau ist natürlich das Gewicht irrelevant, aber wir sind hier im Van-Bereich und da muss man natürlich darauf achten, dass man dort, wo man kann, eben Gewicht einspart. Ne? Wäre es auch ganz schwierig. Genauso, wo jetzt der Kameramann rumschwenkt, du siehst diese Kleinigkeiten, zum Beispiel an den Schränken, die sehen so ein bisschen nach Yachtbaustil aus. Mhm. Oben das Dach mit Art Teppich überzogen, überall kleine Beleuchtungskörper drin. Es fasst sich alles ganz anders an.
von der Materialanmutung, alles Richtung Schiffsbau. Jetzt kannst du natürlich in den ersten Stock umwandern. Richtig viel Platz oben. Also zwei Personen können da gemütlich drin schlafen, ganz oder? Ganz lässig. Ja, wir haben hier Fiat-Fahrgestell und auch, ich finde die Polster hier, diese Steppung und auch nochmal das Logo mit eingestickt. Das ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Ich mache hier auch nochmal den Schrank auf und allein hier diese Materialkombination, die ist ja auch ein absolutes Highlight. Und da auch viel Staufach, zusätzliche Ablagefächer, einmal hier und einmal da. Also auch hier sage ich immer wieder, jeder Zentimeter optimal genutzt. Und auch wenn wir hier ein kleines Fahrzeug haben, man hat auch noch mal diese gedämpfte Akustik, wenn man reinkommt. Ne? Das ist wichtig. Die Isolierung hier ist natürlich auch wieder extrem, weil man natürlich davon ausgeht, der Mobilwetterfahrer ist erstens im Sommer unterwegs. Und im Sommer, wenn du eine gute Isolierung hast, ist es auch kühler im Fahrzeug. Die brauche ich nicht nur im Winter, das ist ja immer der Irrglaube. Sondern wenn ich ein Fahrzeug, gerade ein Van, der nur aus Blech besteht, außenrum gut isoliere, ist es im Sommer bis zu 20% auch kühler, wenn ich alles dicht mache. Und das sollte man immer berücksichtigen. Ja, hier zwei Gaskochfelder haben wir auch schön. Eben hier nochmal so die indirekte Beleuchtung, zusätzliche Ablagefächer für leckere Gewürze und. Also wirklich alles perfekt. Dann, was auch nicht fehlen darf, Kühlschrank und kleines Gefrierfach von Tedford. Und ich sehe schon eine Matratze mit Memory-Schaum. Und schönes Detail, sogar zusätzliche Trittstufe, die man eben, mit der man noch bequemer ins Bett kommt. Oh, und ich merke schon, ich sinke richtig ein. Ich glaube, ich will heute nicht mehr aufstehen. Weißt du, wenn du dann auf die Toilette musst, guck dir mal diesen Türgriff an. Ja. Am Bad, guck dir das mal an. Der ist mit Leder überzogen. Hat das also nicht Style? Das ist doch eine richtig tolle Geschichte. Liebe zum Detail durch und durch. Und dann gehen wir auch gerade ins Badezimmer. Und auch hier allein die Tür hier auch wunderschön gemacht. Und hier drin sehen wir auch schöne, moderne Formen, minimalistisch, wenig so Spielereien, sondern einfach so Liebe zum Design ist hier perfekt umgesetzt. Auch nochmal schöne Beleuchtung überall, schöne glatte Fronten, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch das Waschbecken oder Zahnputzbecher, alles schon letztendlich am richtigen Fleck. Ja, wow. Ja, hier haben wir wieder ein Kombibad, das heißt, ein Kombibad, aber ich kann hier, wenn ich pusche, eben das Waschbecken einmal umklappen, um eben WC und Waschbecken aus dem Weg zu räumen, wenn ich duschen will. Und auch die Dusche hat hier viel Raum, viel Platz und auch da alles, was man braucht. Zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Duschgel und Co. und alles sehr, sehr schön umgesetzt. Und wenn ich es noch mal drehen will, muss ich, glaube ich, noch mal pushen oder ziehen. Einfach ziehen und dann ist das Bad in einer Sekunde wieder umgebaut und die Dusche ist wieder nicht mehr sichtbar. Gut, dann schauen wir uns das vielleicht auch noch mal von hinten an. Einmal der Admiral K5.1 von Mobilwetter, also eine Mini-Yacht auf Rädern. Hier auch noch mal der an Yacht erinnernde Boden und natürlich kann man eben hier, hier sind sogar extra das spezielle System, dass man wirklich, egal wie man liegt, perfekt gepolstert ist. Absolut. Ne? Und du siehst auch konsequent die Schränke nach hinten genauso gebaut. Das finde ich also schon mal sehr faszinierend, alles immer wieder ausgenutzt. Auch die Deckenverkleidung geht durchs gesamte Fahrzeug durch. Und von hinten natürlich, wenn man die Tür aufmacht, nochmal der Mobilwetter-Schriftzug komplett oben drüber, was schon sehr stylisch aussieht. Also nochmal, so viel Liebe zum Detail, einfach Wahnsinn. Noch einmal, hier ist bestimmt der Platz für die Gasflaschen. Ja, natürlich. Und ja, was auch natürlich nicht fehlen darf, Insektenschutzgitter, Verdunklung, dass man auch in alles der Nacht entweder auch Ablagen noch mal oben drin.
Ja, und auch hier. Hier sind auch noch Ablagen. Ja, überall so Kleinigkeiten. Mensch, wow. Das ist wirklich tolle Ideen, gell? Hier noch eine Steckdose. Hm. Also alles, was man braucht, ist Verzurgurte, das ist ja immer oft das Problem. Wie mache ich die nachträglich hin? Genau, aber alles wunderbar umgesetzt. Was ist noch unter dieser Klappe drunter? Weißt du das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kann ich einmal durchgreifen, dann wird sich das schon ergeben. Vielleicht beißt jemand. Ach, nee. Ah, okay. Das sind die Wasseranschlüsse, oder? Richtig. Abwasser. Zum Reinigen. Also auch alles perfekt umgesetzt hier. Und Vorteil vom Kastenwagen ist natürlich, wenn ich das Bett nicht brauche, wird es hochgeklappt. Und je nachdem, wenn ich mal ein E-Bike transportieren will oder was weiß ich, ich brauche mal Möbel, muss in ein großes Möbelhaus fahren, um da ein paar Möbel einzupacken, dann kann man den auch optimal als Alltagsfahrzeug nutzen. Wir haben eine Länge von 6 Metern. Richtig. Das ist natürlich... Kann man was anfangen damit. Ja. Ist nicht zu lang, wirklich perfekt eigentlich. Ja, wir haben schon gelernt... Wann fährst du in Urlaub damit? Ja, ich würde gern. Du musst mal Sven sagen, dass seine Mitarbeiterin gerne... Okay, müssen wir mal organisieren. Die Mitarbeiterin mit der Landjacht wegfahren. Genau. Also ich sage dann nicht nein. Lieber Sven, wenn du das siehst, okay. Deine Mitarbeiter wollen auch in Urlaub. Wir schicken dich weg damit. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du uns das Fahrzeug gezeigt hast. Gerne, liebe Sandra. Und euch vielen Dank fürs Einschalten und Videos schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... liken, kommentieren und nicht vergessen, auch German Television abonnieren. Richtig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao.